Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, in der letzten Folge haben wir hier an der Stelle gestoppt und ich weiß nicht, da unten ist was, was wir uns holen müssen. Ich weiß nicht, ob das Viech jetzt hier noch in der Nähe ist. Also dieser. Au. Au, au. Da komme ich aber gar nicht rum. Das ist schlecht. Das ist sogar sehr schlecht. Kommen wir denn hier hinten irgendwo rum? Da kommen wir gar nicht weiter. Da kommen wir nur wieder hoch. Na, wo kommen wir denn da nochmal raus? Ach, Moment. War das nicht hier? Doch, ich glaube, dieses Ding, was da hängt. Ja. Das war doch irgendwo hier. War das jetzt oben oder unten? Ich glaube, oben. Unten kam man nicht wegen dem Wasser rum. Was hier? Nee, jetzt sind wir wieder hier. Wir sind aber doch da. Durch die Tür. Und dann sind wir doch hier rumgelaufen, um dann dieses Licht zu holen. Ich muss mich jetzt mal mehr auf die rechte Seite konzentrieren, glaube ich. Ist das irgendwo. War das hier? Nee, war das jetzt doch hier unten? Oh, the lower levels are flooded. And I'm not much of a diver. Ja, ich bin auch so dämlich. Ich hab's ja noch. Oh. Okay. Das heißt, wir können da auf jeden Fall durchlaufen, aber ich weiß jetzt natürlich nicht, ob uns das was bringt. Ich bin manchmal echt so. Ich stehe hier gerade. Das Problem ist, ich habe im Moment tierische Magenprobleme. Durch eine Situation mit dem Essen gestern. Und. Ist doch alles gut. Wo ist doch das Ding um dich rum? Oh. Oh. Ach, jetzt kommen wir. Moment. Hier ist ein Ventil. There. Now it's ready to gulp down some water. Das habe ich gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nur auf die rechte Seite geachtet. Weil da ist doch genau. Da können wir doch jetzt hier das wieder nehmen. Genau. Aber das brauchen wir doch jetzt, um wieder. Quasi zurücklaufen zu können, oder? Ist denn hier noch irgendwas? Nee, ne? So. Okay, die sind nicht mehr da. Gut, das heißt, wir haben jetzt ein Ventil gemacht. Das war, glaube ich, das, was sie I'm jetzt. so glad you're here. Oh oh. Yellows. Not enough. Never enough. Never full. Never warm. And her. Old. Worn out. Rug. You. Cut from the same cloth. Sie schleichen? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber ich war jetzt gerade so ein bisschen. Ich bin ja gerade so ein bisschen. Ich fand das jetzt gerade gar nicht gut. Weil die ganze Zeit war ja jetzt ruhig. Das war jetzt der. Moment, der linke, der jetzt. Ach so, der linke, der funktioniert. Das heißt, wir können das reinmachen. Zweimal, nehme ich an. Und dann quasi abpumpen, ne? Ja, okay. Ach so, aber nicht zweimal. Okay. Müssen wir denn da noch mal rein? Ich denke nicht, oder? Jetzt ist der allerdings voll. Das heißt, den müssen wir auf jeden Fall in
in die Mitte bringen. Den müssen wir zweimal abpumpen, weil alles andere geht ja nicht. Da müssen wir ja, wenn ich das richtig verstanden habe. So far so good. Genau. Now I can get to the other tank. Okay, Frauen und Technik, ne? Oder wie war das? Okay. So. Du folgst mir hoffentlich nicht mehr. Es sei denn, er taucht jetzt einfach so hier auf. Das war ein Scherz. For us to wear. Oh, der ist unter mir. Scheiße. Alone. Naked. Ach, ist nicht dein Ernst, ne? Just let me wear you. We'll walk this world together. Okay. Der hat sich gerade aufgelöst, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hoffe. Ich sehe ihn zumindest jetzt gerade nicht mehr. Oh mein Gott. Muss ich da jetzt nochmal hin? Nee, ne? Okay. Das habe ich übrigens eben gesucht eigentlich, aber das war gar nicht da, wo ich jetzt gedacht habe. Hier müssen wir, glaube ich, runter, ne? Oh Gott, oh Gott. Also, bei mir ist das immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich totaler Schisser. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder so Sachen, wo ich mir dann sage, pff, interessiert mich nicht. Auch wenn sie es noch so gruselig gestaltet haben, interessiert mich nicht. Nein, ne? Shit. The valve is missing. Please be around, Valve. Oh, willst du mich verarschen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier echt so wahnsinnig gut gemacht. Wenn sie jetzt... Also, dass er so zwischendurch immer mal wieder kommt und man... Ja... Man ist zwar genervt, aber das ist ja auch alles noch okay. Nur diese dämlichen, man muss weglaufen und so Sequenzen. Also, die finde ich echt überflüssig. Aber dass er so zwischendurch hier mit eingebracht wird, das finde ich okay. Oh, danke schön. Das finde ich okay. Gut. Eigentlich kann ich wieder normal gehen, oder? Ich höre ihn jetzt gerade nicht mehr. War das jetzt hier? Ach so, ich dachte, das wäre weiter links. Okay. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, hört euch das über Kopfhörer an. Okay, wir haben gespeichert. Das ist kein gutes Zeichen. Ich meine, das ist gut, dass gespeichert wurde, aber das ist auch das Einzige. Pretty, pretty dolls. So many dolls to play with. Such pretty things to wear. Lillian, Francis, Nurse Ursula. She was insatiable. And him, the only one to get away. But they don't last. They never last. But you will. Won't you? Okay. Das ist aber vor allen Dingen auch ganz krass über die Kopfhörer zu hören. Auf einmal ist er links in den Kopfhörern, auf einmal ist er rechts und du denkst immer, oh Gott, gleich steht er vor dir. Also das ist schon echt heftig. Ich denke mal, dass ihr das gar nicht so hören könnt, wenn ihr das jetzt nur über Lautsprecher oder so hört. War der jetzt gerade da unten? Ich hoffe nicht. Ach so, genau. Hier muss ich wieder hoch. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich nicht laufe.
Ich denke mal, weil ich irgendwie Angst habe, dass der dann doch noch auftaucht hier. Aber, naja, erfahrungsgemäß denke ich mal, wenn, wird er wohl erst auftauchen, wenn das hier erledigt ist und der Weg frei ist. So ist es ja bei Resident Evil und den anderen Spielen auch immer. Oh Gott. Okay, das machen wir jetzt nach rechts. Wir müssen, so wie ich es verstanden habe, nämlich in den mittleren Tank eigentlich rein. Oder die mittlere Kammer ist es ja. Es ist ja kein Tank. So, das pumpen wir ab. Ja, oder so. Auf jeden Fall ist die Mitte jetzt frei. Ist das jetzt nicht richtig? Sie sagt nämlich jetzt gerade gar nichts. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Kann ich hier nochmal abpumpen irgendwie? Nee, ne? Oh shit. Jetzt habe ich hier Strom hingelegt. Obwohl ich ja hier durch muss. Das war jetzt nicht so clever, ne? Nur mal eben gucken. Aber bei den Lippen, Moment mal. Wir sind jetzt im Kontrollraum, im Grünen. Aber ja doch, über die linke Seite komme ich aber auch in den Raum rein. Die rechte Seite wäre jetzt theoretisch kürzer. Vielleicht haben sie es auch gemacht, damit ich zwangsläufig nach links muss. Oder das war jetzt Dummheit von mir, dass ich das wieder angemacht habe. Das kann natürlich auch sein. West Chamber. Oh Gott. Da wird wieder irgendwas Böses auf mich warten. Ich muss wieder irgendwas Ekliges machen. Wieder vor dem Wegrennen oder sonst irgendwas. Ich weiß es jetzt schon. Die sind so scheiße. Die haben das garantiert jetzt da eingebaut. Und die kann wieder nicht vernünftig laufen. Oh. Moment, hier oben drüber komme ich, glaube ich, da hinten hin, ne? Wo das X ist. Genau. So, das ist jetzt frei. Wo muss ich jetzt hier runter? Beziehungsweise, wie kann ich jetzt hier runter? Ja, das ist eine gute Frage. Komme ich jetzt hier auf die andere Seite? Hallo? Nee. Doch, da bin ich jetzt aber im Endeffekt eins niedriger. Ja, nehmen wir zur Sicherheit nochmal mit. Hier waren wir aber auch, ne? Da haben wir ja schon mal das Ding geholt. Bin hier gerade ein bisschen verlassen gerade. Wenn man nicht überall hinkommt. Theoretisch müsste ich doch jetzt hier runter. Aber hier ist jetzt Wasser. Und da kann ich wahrscheinlich jetzt gleich nicht rum wegen dem Strom, oder? Beziehungsweise den könnte ich ja theoretisch ausschalten, oder nicht? Nee, hier ist das noch nicht. Da. Ist unten trocken. Oh, ja, nicht reinlaufen bitte. Den machen wir mal wieder aus, vorsichtshalber.
Weil irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Keine Ahnung. Also ich habe so verstanden, dass wir in den mittleren Tank rein müssen. Also in diese Zentrale rein müssen. Das heißt, einer von beiden müsste theoretisch dann frei sein. Da der West Chamber jetzt natürlich näher liegt, nehmen wir den mal. In der Hoffnung, dass wir von da aus auch da hinkommen. Yes. Okay. Central Chamber is open. Get your ass down there, Marianne. Okay, also genauso wie ich mir gedacht hatte. Ja, okay. Oh, und er speichert wieder. Das ist gar nicht gut. Also ich nehme jetzt, ich habe jetzt die Seite genommen, weil es hier halt wirklich kürzer ist, da hinzukommen. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Da geht's runter. Da geht's ganz runter. Und hier kommt man jetzt gar nicht mehr runter. Doch da hinten, glaube ich, ne? Gehen wir mal lieber nicht zu schnell. Okay. Komme ich jetzt dahin? Hier ist ein Durchgang. Oh oh. Oh, Scheiße. No more cold. No more shame. Never again. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel. Our pain. Okay, also ich muss offensichtlich nach links gehen. Aber der sieht mich doch, oder? What? Get back here! Oh. Komm ich nicht weiter? Oder? Was? Come back! Come back! Done. Wow. Okay. Lily. Thomas. You are here. I can feel it. Okay. Ich war jetzt gerade zugegebenermaßen ein bisschen panisch, aber ich habe anscheinend alles richtig gemacht. Neuroleptics, antidepressants. Even by my standards, that's a lot of pills. Okay. So viel durchgestrichen weiß ich, glaube ich zu wissen. Die Mächte kommen vom selben Ort, aber sie können sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Sie scheint an beiden Orten zu existieren, als ob ihr Geist zwei Körper gleichzeitig bewohnen kann. Was immer ihr an einem Ort geschieht, wirkt sich auf den anderen aus. Sieht sie die Grenze zwischen den Orten? Oder sind sie ein und dasselbe? Neue Hypothese. Der Tod lichtet den Schleier zwischen den Welten, sodass sich ein neugeborener Geist niemals spalten muss. Ergibt das Sinn? Auf eine beschissen seltsame Weise. Okay. Da lag doch gerade noch was, oder? Nee, das blinkt nur so. Okay. Da ist noch was. Hey, I know this one. Used to be one of my favorites. Okay. Aber... Man kann es nur angucken, man kann nichts damit machen, oder wie?
Tja. Also ich kann nur rotieren. Ich kann hier nichts auslesen oder so. Das ist allerdings ein bisschen seltsam. Okay. Ja, das ist eine Wand. Schon blöd, weil man hier nichts sieht. Moment, da war gerade noch was am... Ah, nee, das waren die Tabletten. Ziemlich feuchtfröhlich hier. Also hätte mal jemand trocknen sollen in der letzten Zeit. Was haben wir denn hier? Okay. No, don't do this to me. Natürlich. Och, Leute, ist das euer Ernst? Ich kann nur hoffen, dass dieses Drecksviech jetzt nicht schon wieder kommt. Ich krieg jetzt schon wieder die Krise, ne? Bei den Gedanken, da jetzt noch irgendeinen Mist mitmachen zu müssen. Hier scheint nichts zu sein. Kann ich nicht einfach hier die Axt nehmen und den einfach zerstückeln beim nächsten Mal? From the inside. Okay. Ich schätze, das ist kein gutes Zeichen. Ah, yes. Okay. Das ist schön, dass wir jetzt die Sicherung rausgenommen haben, aber wir haben noch keine neue. Das heißt, das ist nicht so schön. Das heißt nämlich, dass wir jetzt alles noch dunkler haben irgendwie. Okay. Salz. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Ein bisschen Alchemie, etwas Spiritualität, das ist alles. Die Märchen sind anscheinend doch wahr. Egal. Der Raum ist bereit und er funktioniert. Er funktioniert. Wirklich. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich ganz allein sein. Es ist einfach so verdammt schön. Okay. Ach du Schande, was sind das denn hier bitte für Bilder? Kann man leider nicht ranzoomen. Ich denke mal, dass sie das wohl alles selbst gezeichnet hat hier. Oh, oh, so eine creepy Puppe. Das muss der jetzt wieder kommen. Oh. Ich habe auch so ein Spiel. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Da laufen irgendwie so kleine Puppen überall in der Gegend rum. Ich finde das grundsätzlich total creepy. Imagine being locked up in this place. Having a needle shoved into your arm day in, day out. You didn't deserve this, Lily. Aber ich hab's bisher noch nicht gespielt. The whole room is lined with it. Ich denke, dass das wohl so eine Art Magie, also magischer Effekt sein soll. Dieser Salzkreis, der einen ja schützt, bekanntlich vor bösen Geistern. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate to text, though. Dass dadurch das Böse sozusagen ja im Zaun gehalten werden soll. Aber hier kann man nichts machen. Das ist wieder so ein Fake hier anscheinend. Was ist hier mit? She'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. Naja, es sind eher Bären und unheimliche Puppen, aber so kann man es auch sagen. Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Maybe he meant well, but somehow this just feels sadistic. Tja. Das alles hier ist irgendwie ein wenig sadistisch, ne? Achso, nee, da kam ich nicht durch. Mich auch nirgendwo durch. Das ist die Tür.
So, Moment. Hier kam ich im Endeffekt rein. Und würde quasi wieder zum Monster zurückkehren. Was ich jetzt ehrlich gesagt sehr ungerne tue. Bin ich hier eben auch durchgegangen? Da gehe ich nämlich jetzt wieder hoch. Wo zur Hölle soll ich hier eine Sicherung finden? Achso, ich kann aber anscheinend auch nicht mehr hoch. Okay, wenigstens etwas. Also ich kann nicht mehr hoch zu dem Viech hier. Das ist schon mal gut. Schlecht ist allerdings, dass hier nirgendwo mal was aufblinkt. Und ich auch nichts mit einer außerkörperlichen Erfahrung machen kann hier. So wie es aussieht. Tja. Es ist alles aus, das ist schon klar. Was ist das? Burnt to a crisp. Guess I should look for a spare. Ach, das war. War das die Ersatzsicher. Och nee. Okay. Shit. Too much power. Aber die ist noch nicht durchgeschmort, ne? Das funktioniert aber irgendwie nicht. Ah. Let there be light. Okay. Ja. Sorge für Strom. Das haben wir getan. Auch wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wo wir jetzt eigentlich hin sollen. Wir hatten auch... Hatten wir nicht so eine Art To-Do-Liste oder sowas? Nee, hier auch nicht drin. Ja, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut, weil wir haben jetzt zumindest schon mal dafür gesorgt, dass wir Strom haben. Und dann schauen wir in der nächsten Folge nochmal, dass wir vielleicht nochmal zu diesem komischen Raum können. Ich meine, da wäre eine Tür hinten durch gewesen, wo die ausgebrochen ist. Und vielleicht kommen wir ja da weiter. Ansonsten müssten wir mal gucken, ob wir nicht irgendwo anders durch einen der anderen Räume kommen. Ich glaube, irgendwo, wo wir entlang gelaufen sind, war rechts noch eine verschlossene Tür. Die konnten wir allerdings auch nicht anvisieren. Also entweder können wir die generell nicht anvisieren oder vielleicht nur wegen dem Strom nicht. Da habe ich jetzt keine Ahnung von. Aber ich würde trotzdem sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.